Wie schön es ist, ein angenehmes Bad zu nehmen. Aber irgendetwas fehlt noch. Eine Badebombe. Doch wie funktioniert die eigentlich? Hi, Ken. Hi, Barbie. Ich kann dir das Prinzip einer Badebombe erklären. Beginnen wir doch mit der Herstellung. Man braucht 100 Gramm Natron, 50 Gramm Zitronensäure, 50 Gramm Speisestärke, 50 Gramm Öl und eventuell Aromen. Zunächst mischt man alle Zutaten in einer Schüssel zusammen. Danach mischt man alles zu einer gleichmäßigen Masse zusammen. Zuletzt formt man die Masse zu einer beliebigen Form und lässt sie trocknen. Am schnellsten geht das über einem Heizkörper. Wenn man Natron mit einer Säure vermischt, entsteht Luft, Wasser und Salz. Wenn das Ganze mit Wasser in Berührung kommt, wird das Gas freigelassen. Dadurch entsteht der Sprudel.